Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Dies war der dritte Versuch, nachdem ich Star Wars gesagt hatte, Elder Scrolls gesagt habe. Es geht zu Ende mit mir. Sagt, was ihr wollt. Es geht einfach bloß zu Ende. Krass, hat er drei Versuche gebraucht, um Assassin's Creed Valhalla zu sagen. Ich spiele zu viele Spiele. Dabei ist das hier ein von meinen Haupt-YouTube-Spielen. Eigentlich ist es von den zwei Haupt-YouTube-Spielen das erste. Ja, unglaublich. Warte, wo muss ich denn jetzt hin hier? Hier hoch muss ich. So, da sind wir doch schon. Eivor, du hast dich in Eilech gut geschlagen. Wir marschieren bei Tagesanbruch. Du hast die Ehre, meine Wache anzuführen. Ist Baryts Nachricht nicht angekommen? Wir müssen die Truppen zurückziehen. Diese List ist nur Teil einer größeren Falle, die bald zuschnappt. Barrett meint, er kenne diese Könige gut, aber die Kirche hat Fuß gefasst und gedeiht seit der Tage meines Onkels. Die Kirche steckt hinter der Verschwörung. Stand in der Nachricht nichts über Abt Owen? König Neil und König Donal wollten zweifelsohne nur andere beschuldigen. Die Kirche dient oft als Sündenbock. Und was, wenn an Barretts Verdacht doch etwas dran ist? Owen ist der Abt von Armagh, Gottes Stellvertreter in Irland. Ich kann ihn nicht anzweifeln wegen des Wortes eines Freundes. Eines Heiden, meinst du? Warum seid ihr noch hier? Ist meine Nachricht nicht angekommen? Doch, aber König Flan ist nicht überzeugt. Du musst aus Clocha abziehen, mein König, ehe wir von Owens Heer umzingelt sind. Du bist nicht mein Herr, Barret MacImar. Wenn es ein Heer gäbe, hätten meine Späher... Deine Späher sind tot. Baldas Blut, Flan. Wie viele müssen sterben, ehe du lernst zu vertrauen? Du vergisst dich, Barret. Beschwöre in meiner Gegenwart nicht deine falschen Götter. Hört, was ist das? Owens Wölfe sind angekommen. Ich bin nicht so weit gereist, um in einem Zelt zu sterben. Wir werden angegriffen! Na los! Treibt sie aus dem Herzen des Dorfes! Na zur Hölle! Ich werde mehr Köpfe fordern als du! Würde ich nicht drauf wetten! Dein letztes Stündlein! Wenn wir den Angriff abwehren, sind wir gerettet! Verräter! Leite! Na, nee, hier. So lang wird es nicht mehr dauern! Dafür wirst du leiden! Jesus, führe meine Liebe! Gott verfluche dich! Für Odin! Teufel, deine Sünden! Gemeinsam schaffen wir das! Das wirst du büßen! Sie haben uns umzingelt! Die Bogenschützen haben Feuer! Sie kommen von den Feldern! Schaltet die Bogenschützen aus! Lasst keinen am Leben! Folgt mir nach! Das kostet dein Leben! Stirb, du! Der Herr gibt mir Stärke! Euch biete ich Odin-Pfeil! Genau! Weg damit euch! Köter! Töte dich! Bis dahin, Vetter! Du gehörst mir! Jetzt ist aber bald mal noch mit dir. Verfluchter. Gott verleiht mir Stärke. Folgt mir nach. Gott ist mit mir. Du bist tot. Gott errette uns. Köter! Du spießt dich an. Du stirbst. Oh.
Vorwärts! Nicht stehen bleiben! Eivor, wir brauchen deine Hilfe! Kommt mit mir! Ich werde euer Schild sein! Sie sind auf den Straßen! Sie sind ehrlos! Zeigt bloß keine Gnade! Du verdammter Scheiß! Gemeinsam! Still! Ein Tod naht! Du bist nicht mehr willkommen! Ja! Dann wird es nicht mehr dauern! Kommt, Brüder! Beenden wir es! Da bist du leid! Mit dem Vorteil! Das dauert nicht lang! Gott verfluche dich! Nein! Bezahl für deine Sünden! Boah, ey, das ist eine Metzel hier! Da ist er doch. Zurück! Du hast uns gerettet! Wer ist er denn hier? Gehört er dazu? Oh nein! Wartet Barrett? Oder wartet einfach nur ein Wikinger? Oh. Angriff abgewehrt! Kloschar! Oh. Jetzt bin ich richtig mit dem Kampfrausch. Lass mal gleich einen Kreuzzug machen. Ach, einen Raubzug. Wir haben sie abgewehrt. Zu einem hohen Preis. Eivor, wo ist Barrett? Barrett! Kannst du mich hören? Barrett Iverson! Hast du König Barrett gesehen? Ja, er ging in Richtung des Gehöfts, an den Rand des Dorfes. Eine kalte Hand ergreift mein Herz. Barrett! Nein. Das ist der Rabe. Barrett. Eivor. Ich bin hier. Ein glorreiches Ende findest du nicht. Einer Saga würdig vielleicht. Und du dachtest, ich würde schwach. Niemand kannte deine wahre Größe. Nicht einmal du, liebe Base. Du hast an mir gezweifelt. Gut, dass ich doch nie aufgegeben habe. Dein Mut wird nicht vergessen, Barrett. Dafür sorge ich. Halte deine Waffe fest, Vetter. Wir sehen uns in Walhall. Siegfried ist mein Walhall, Eivor. Walhall muss kein Ort sein. Vielleicht ist es ein Vermächtnis. Flan muss ihn unterstützen. Er soll es bei Gott schwören. Nichts fürchten die Christen mehr als den Zorn ihres Allmächtigen. Ich sorge dafür. Ein Held ist hier beigesetzt. Im Tod wurde Barrett ein größerer Mann als zu Lebzeiten. Oder wir waren zu klein, um seine wahre Größe zu sehen. Eine harte Wahrheit. Doch gerecht. Er sah klarer als ich. Und ich missachtete seinen Rat. Owen wird für seinen Tod büßen. Und dann, wenn der Abt weg ist und du den Norden bezwungen hast, was wird aus Siegfried? Wirst du als König hinter ihm stehen? Wenn er sich bewiesen hat. Es wäre sonst gerade keine gute Politik. Ich pfeife auf deine Politik. Barrett hat sein Leben für dich geopfert.
Wenn du Treue so vergütest, wirst du bald keine mehr haben. Noch eine Wahrheit, mit der du mich triffst. Ich zeige mich erkenntlich. Siegfried ist nicht bereit. Aber ich könnte ihn lehren. Gut. Deine Weisheit wird ihm helfen. Und meine Unterstützung. Aber kein Thron ist sicher, solange Owen lebt. Wir erdrosseln die Schlange. Und danach wird das Schicksal dieses Landes in deinen Händen liegen. Und in Siegfrieds. Die Pferde werden bereit gemacht, mein König. Willst du dich nicht ausruhen und erst bei Tagesanbruch losreiten? Meine Gedanken halten mich wach. Ich habe ein Heer und einen Ruf zu verlieren. Letzterer dürfte noch schwerer zu bewahren sein. Meine Mutter erzählte mir immer, dass die Morrigan sich vom Tod der Helden nährte und die Köpfe der Männer mit Kriegsgedanken füllte. Ich stelle mir vor, mit Hilfe des Leofall ihren Gesang zu ersticken, so wie Bischof Podrick die Schlangen aus Irland vertrieb. Keine Macht ist stark genug für dieses Vorhaben. Nicht einmal Götter können das Schicksal lenken. Krieg ist das Schicksal der Welt. Also war es nur das Hirngespinst eines kleinen Mädchens. Sag Flan, dass ich zu ihm komme, sobald ich mit Siegfried geredet habe. Sag es ihm selbst. Ich reise noch nicht ab. Harter Tobak, oder? Junge. Wir lauschen hier noch ein bisschen. Kann ich mich hier hinsetzen? Ruh deine Flügel aus, Sünen. Ich habe ja kein Glühwürmchen. Wie kann ich denn den fangen? Das ist ziemlich bedrückende Stimmung, finde ich. Ich will mir mal hier. Bin ich schon wieder über alle Kabel rüberfahren? Ja. Also ich muss sagen, nimmt sich eigentlich irgendeiner heutzutage noch die Zeit, sag mal, jetzt so wie wir hier, sich da hinzustellen und dem Lied zu lauschen? Ich muss sagen, ich mache das nicht immer,
Aber so, wenn ich das erste Mal irgendwie solche Sachen höre, ich habe mich auch mal bei Witcher eingestellt und diesen Leuten da, also diesen Schaustellern da, naja, Schausteller nicht, also diesen Musikern da, einfach nur hingestellt und zugehört. Ich finde, das entschleunigt auch irgendwie. Sind wir hier in Düfflin, sag mal? Tatsache. Hätte ich mal warten sollen, wa? Ach, immer diese Dramatik, wisst ihr, so, dass da irgendwelche sterben müssen. Das fand ich gut bei Assassin's Creed Odyssey. Dass Barnabas bis zum Schluss da blieb und nicht gestorben ist bei irgendwas durch irgendwen. Er sitzt auf jeden Fall schon mal auf dem Thron. Das heißt, er weiß also, was los ist. Eva! Wir ziehen jetzt sofort gen Amar. Hier riecht es wie beim Bierbrauer. Dem Abt werde ich persönlich einen Blutaffe passen. Ich übersehe den Norden mit den Schädeln armseliger Könige. Schluss jetzt! Wenn du wie ein Berserker nach Amar rennst, kreuzigen sie dich wie ihren Christus. Mein König, ich muss leider mitteilen, dass die Belagerungswaffen von Armar zurückgehalten werden. Heel soll diesen Abt holen. Diese Waffen sollten die Stärke des neuen Königs von Düfflin zur Schau stellen. Vergiss die Machtprotzerei. Setze lieber auf Flan. Der Hochkönig wird ein mächtiger Verbündeter sein, wenn du ihn jetzt unterstützt. Wo kommen diese Waffen her? Wer versorgt Amar damit? Ein obskures Netz von Piraten, hinter dem ein Druidenorden steckt. Sie hausen an der Nordküste, plündern und handeln gleichermaßen. Diese Druiden? Nennen sie sich zufällig Kinder der Danu? Ja, ganz genau. Angeführt von jemandem namens Die Saat. Da du ihre Fährte aufgenommen hast, wünsche ich eine gute Jagd. Wenn du mich nicht mehr brauchst, gehe ich, mein König. Ich sammle alle Kräfte, die ich kann, von überall her und schließe mich Flan an. Zusammen rächen wir meinen Vater. Du hast seine Stärke geerbt. Finde sie, zeige sie und man wird dir folgen. Mann, das ist ein geiles Spiel, Alter. Ja, halt's Maul, du Blage. Spüre dein Ziel auf. Okay, wir sollen jetzt hier den hier, die Saat. Untersuche mein Nisttier in der oberen Bucht der östlichen Halbinsel Ulaids. Mike Biele. Finde und töte die Saat. Spüre dein Ziel im Menü Kinder der Nahrung auf. Da haben wir noch einen Aussichtspunkt. Ah, Mark, da müssen wir bald hin. Ist das hier? Könnte hier die Halbinsel sein. Kann das sein? Guck mal hier, das könnte eine Halbinsel sein. Aber auch das hier. So, prinzipiell würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt hier mal hier hin und tüdeln mal hier rüber, damit wir das mal hier aufdecken. Damit ich hier mal eine Übersicht habe, wo ich hier überhaupt hin muss. Immer die Suche hier. Immer das hier Suche hier. Naja, gehört dazu. Warte mal, ich muss mir da erstmal einen Wegpunkt suchen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
Warte mal. Was, wenn sie noch nicht hier waren? Was, wenn sie auf dem Weg hierher sind? Ich muss aufräumen. Kennt das einer? Big Bang Theorie mit dem verrückten Professor im Wald, wo sie da waren. Und die dann einfach abgehauen sind. Und der dachte dann so, die sind noch nie da gewesen. Geil. So, da hinten müssen wir hin. Warte mal. Zeig schon wieder, warte mal. Buddha hat ein neues Wort gefunden. Buddha hat ein neues Wort gefunden. Warte mal, warte mal. So, einfach mal querfeld ein. Und von da aus gucken wir, wenn das mal freischalten ist, gucken wir mal, wo wir denn hin müssen. Was ist denn das da hinten eigentlich? Aber da ist doch irgendwas. Ist das vielleicht unser Dorf? Wir werden sehen. Die Ausdauer mal weiter runter, oder nicht? Wenn ja, ja, ich glaube, die geht immer weiter runter. Nicht viel, aber die geht runter. Ich würde mal sagen, warten wir mal hier, dass das sich wieder auflädt. Oh. Dann können wir auch mal kurz absteigen. Das Ding hier einsammeln und dann weiter. Hoffentlich macht sie der Bengel gut als König. Meine Güte, das ist immer so eine Sache, ja. Also wenn Kinder oder die noch nicht bereit sind, König werden, aber das ist eigentlich wie bei Crusader Kings. Wenn du mit deinem König oder mit deinem Herrscher in die Schlacht ziehst, dann musst du ja eigentlich auch damit rechnen, dass du da mal bald drauf gehst. Und dann musst du eigentlich gewährleistet sein, dass dein Nachfolger schon den Thron übernehmen kann. Das nützt ja nichts, wenn du, sag ich mal, ein Kleinkind hast und rennst denn da mit in die Schlacht. Wisst ihr, was ich meine? Das bringt ja ja keiner Seite was. So, wir krabbeln mal jetzt hier hoch. Und wie gesagt, dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Hey, nächste Woche ist schon wieder März. Schon 2 Monate rum von diesem beschissenen Jahr. Das Jahr ist aber so richtig beschissen, zeige euch, wie das... Corona-Rotze noch immer wieder. Gibt ja schon wieder eine neue Omikron-Variante. Ey, krieg hier den Föhn hier. Junge, 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 Alter. Mich würde mal interessieren, wie viel von den Versionen schon vorher da waren. So, synchronisieren wir mal das Land hier. Und dann gucken wir nochmal genau. Irland ist auch so ein schönes Land. Irland, Schottland. Würde ich gerne mal hin, aber ach, ich bin immer. Das ist nicht so meine. Oh, guck mal, da drüben haben wir was. Beel en Gobain. Late Biele? Ist das hier? Wo wir hin müssen? Manestria, Make Biele, ja klar, ist das da. Nee, warte mal, das ist ja die Eiche. Hier will ich doch hin. Da müssen wir hin, Freunde. So, ich will aber trotzdem noch mal gucken. Warte mal, wir haben doch hier, das kommt mir auch so bekannt vor hier unten. Gobain, Bale and Gobain.
Handelsposten Art Mill. In Vail, ach nee, das war hier Vail. Nangal. Nangal. Gut, okay. Dann würde ich sagen, wir tüdeln mal hier hin. Hier wird doch bestimmt ein Hafen sein. Es rappelt im Karton. Mist, zwei haben wir verschossen. Einer ist weg. Und wenn wir hier jetzt einen Punkt haben, wo wir von wo wir aus hier mit dem Schiff los können, dann können wir da auch angreifen. Die werden unsere Wut zu spüren bekommen. Wo? Oh. Die sind auf jeden Fall feindlich hier. Aber das sieht doch aus wie ein ganz normales Nest hier. Misstrauensgebiet. Nee, ihr habt das nicht, Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Na gut, dann würde ich sagen. Ach Quatsch. Taxi! Oder Mädchen, was machst du denn? Dann würde ich sagen, wir tüdeln da mal rüber. Hahaha, Finn und dir, Gripa. Oh, Finn und Widri. Wer kennt sie nicht? Wir fahren jetzt erstmal hier hin. Halt. Ich hab schon wieder irgendeine andere Markierung offen gehabt. Ach, ey, das ist das. Jetzt Segel setzen! Siglu! Siglu! Stimmt etwas an. Oh, der Regenbogen, ne? So, wollen wir mal gucken, wa? Scheiße, eigentlich so ein bisschen verkalkuliert. Wir hätten auch da hinten schon, wir hätten ja nicht die ganze Zeit schwimmen brauchen. Ich vergesse manchmal, dass wir hier das Schiff am Ufer rufen können. Das war ja nicht zu dem hin müssen, so dem Schnellreisepunkten. Wie kann ich denn hier nochmal umschalten? Nee, warte mal. Was siehst du? Ist unter euch ein Seeskalde? Erzähl mal einer was. Vor einigen Jahren fuhr ich mit einem Schwerttänzer namens Egil zur See. Ein griesgrämiger Krieger mit Steingesicht und Eichenarmen. Bei einem Raubzug im Kurland landeten wir am Rand eines Waldes und kundschafteten, bis wir Menschen fanden. Ein großes Gehöft. Es war dunkel und alle schliefen. Also plünderten wir in der Stille der Nacht, nahmen uns Schafe und Ziegen, wie es uns beliebte. Dann sah Egil einen Knecht und bedrängte ihn ob des versteckten Silbers der Familie. Der Junge krächzte wie eine Krähe.
Das Silber war unter einem Amboss in der Schmiede versteckt und leicht zu finden. Heimlich nahmen wir es und den Jungen mit aufs Schiff. Da wurde Egil betrübt, denn wenn die Bauern mit dem Hahnschrei erwachten, würden sie wissen, dass sie beraubt wurden. Jedoch nicht von wem. Also befahl Egil drei von uns, ihm zum schlafenden Weiler zu folgen. Als wir die Häuser niederbrannten, rief Egil seinen Namen. Ich bin Egil, Sohn Skallagrims, und ich bin der Mann, der euch alles nimmt, außer eurem Leben. Ich segelte nie wieder mit Egil. Ich glaube, wir können hier hinten schon plündern. Oder? Nee, hier haben wir eine Schnellreise entdeckt. Okay, gut. Mehr Segel! Segel! Na gut, dann fahren wir doch nochmal. Singt uns ein Lied. Wer erzählt eine Geschichte? Ich erzähle euch etwas, doch lacht nicht zu laut. Letzten Winter trank ich mit einigen Gefährten in Stavanger. Bei uns in der Methalle waren Männer aus dem Clan Jarl Barts, darunter ein Dichter namens Halli, von den meisten Bissiger Halli genannt. 7 Eilhörner war die Nacht alt, als Halli sich auf den Tisch stellte und einem anderen Mann, dem Skalden Thjodolf, etwas zurief. Thjodolf, rief er. Ich kann schöner mit meinen Rülpsern dichten, als du mit deiner Zunge und feinen Worten. Alle lachten. Thjodolf am lautesten von allen. Ich nehme deine Herausforderung an, bissiger Halli, gab er zurück. Lass mich beginnen. Dann sprach Thjodolf seinen Vers. Trauriger Halli, trinkt statt zu tanzen, winselt einem Wiesel gleich. Doch nennt der Depp es dichten. Wieder lachten alle, auch Halli. Dann stolperte er durch den Raum und öffnete seinen Mund, um einen Vers zu entgegnen. Aus seiner Kehle schoss ein Strahl Kotze, genau in Thjodolfs Gesicht. Dies blieb sein einziges Werk diese Nacht und er schien recht stolz darauf zu sein. So, wir sind da. Segel einholen! Segel nieder! Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle aber erstmal Schluss. In der nächsten Folge plündern wir da und dann gucken wir mal, wo wir den Hinweis finden für unseren nächsten, ja, ich sag mal Ordensbruder, Druidenbruder oder Schwester. Hier sind auch noch welche. Unbekannt. Naja. Alles klar. Haltet die Ohren steif und tüdelü.